Ich habe heute mal wieder eine so krasse Headline gelesen, dass ich mir dachte, das muss ich auf jeden Fall in einer Drogen-News-Folge reporten. Die Überschrift ist so heftig, dass man irgendwie denken könnte, dass die aus dem Postillon ist oder so. Wie ihr im Titel des Videos schon erkennen könnt, lautet die Überschrift des Artikels "Lieber eine Mass statt harte Drogen". Ja, Münster hat wohl ein Problem am Hauptbahnhof, da gibt es scheinbar viele Drogendealer und Drogenabhängige. Wie man auch hier bei den Bildern des Artikels sieht, haben wir es hier ganz klar mit einem Drogensumpf zu tun. Das ist einfach nichts im Vergleich zum Hauptbahnhof Frankfurt oder andere Städte, die ein Drogenproblem haben. Nee, mal im Ernst, gibt es eigentlich Hauptbahnhöfe, die nicht voller Assis sind? Selbst in der Stadt München, in der ich wohne, welche ja angeblich als sehr reich gilt, sind einfach am Hauptbahnhof nur noch die übelsten Assis am rumchillen. Die verkaufen zwar keine Drogen, weil direkt nebenan eine Polizeistation ist, aber die reden einen auch immer total dumm und betrunken an. Einer von denen meinte neulich ohne Scheiß so zu mir: "Hey, Entschuldigung, könnte ich mal kurz dein Handy benutzen? Meins ist leer. Ich würde dir auch für das Telefonat 1 Euro geben." Und ich natürlich dann direkt, wie es sich gehört: "Verpiss dich mal, du Assi." Oder zumindest gehe ich davon aus, dass er das gesagt hat. Ich habe in Wirklichkeit eigentlich nur verstanden: "Hey, du." Ja, Assis und Hauptbahnhöfe gehören einfach zusammen, so wie Heroin und Danny Klose. Ja, was kann man gegen solche Probleme machen? Was macht man gegen solche illegalen Drogenverkäufe auf der Straße? Meine bescheidene Idee wäre jetzt, dass man Drogen legalisiert und dann damit den Schwarzmarkt ausrottet. Dann würde es, denke ich, deutlich weniger solche Assi-Drogenplätze geben. Der CDU-Politiker Hendrik Grau hatte eine etwas andere Idee, wie man das Problem in den Griff bekommt. Und zwar dadurch, dass man einen Biergarten dorthin stellt. Okay, er will das Drogenproblem dadurch bekämpfen, dass er einen Garten aufmacht, welcher sich einer der härtesten Drogen überhaupt widmet. Wenn die da einen Biergarten aufmachen, denken sich da bestimmt alle Dealer: "Oh nein, jetzt verkauft hier der Staat auch Drogen. Dagegen habe ich natürlich keine Chance. Da muss ich jetzt erstmal Gebiet wechseln." Alles in allem sehr clever. An dieser Stelle möchte ich mich bei Hendrik Grau als sein persönlicher Berater bewerben. Ich habe nämlich noch ein paar sehr weitere politische Vorschläge für die Zukunft. So, es wären vielleicht auch coole Slogans für die CDU-Partei. Jetzt gerade zum Zeiten der EM zum Beispiel: "Lieber Hooligans anstatt leidenschaftliche Fußballfans." Oder zu Zeiten, wo Deutschland immer rechter, immer rassistischer wird, habe ich hier einen Vorschlag, wie man das Problem in den Griff bekommen könnte. Und zwar mit dem Slogan: "Lieber MPD anstatt AfD." Somit würde man auf jeden Fall das Rassismusproblem in den Griff bekommen. Wir bleiben beim Thema Rechtsextremismus. Flüchtlinge sind auch ein großes Thema da. Damit die Leute nicht denken, dass wir da irgendwie rassistisch wären, wie wär's mit dem Slogan: "Flüchtlinge lieber erhängen, anstatt nicht in Deutschland aufnehmen." Ich meine, was würde der Rest der Welt von uns denken, wenn wir diese Flüchtlinge einfach wieder nach Hause schicken würden, in Länder, wo Krieg herrscht? Die würden ganz klar denken, dass Deutschland wieder extrem rassistisch geworden ist. Und schließlich mein letzter Slogan: "Lieber AIDS anstatt Geschlechtskrankheiten." Meldet euch bei mir, liebe CDU, wenn ihr dieses Video seht, dann können wir auch Gehalt und Weiteres verhandeln. Gebt diesem Video ein Smiley Face oder ein Herz. Wenn ihr nicht nur ein Open Mind habt, sondern auch ein Open Mind 3000, dann abonniert diesen Kabal.